Moin, willkommen in Dänemark, in Rødby am Bahnhof. Ich möchte euch heute ein paar Aufnahmen zeigen vom Fährverkehr der Eurocity-Züge auf der Vogelfluchlinie zwischen Rødby und Puttgarden. Der eine Ausgangspunkt der Vogelfluglinie ist Hamburg. Zwei Aufnahmen aus Hamburg-Rahlstedt von der Brücke der Scharbeutzer Straße. Und am Bahnübergang Nornenweg. Seit den 1990er Jahren fahren die dänischen Triebzüge der Baureihe MF im Eurocity-Verkehr zwischen Hamburg und Kopenhagen. Unterwegs halten die Züge in Lübeck Hauptbahnhof und Oldenburg in Holstein. Letzter Bahnhof in Deutschland ist Puttgarden auf der Insel Fehmarn. Von hier aus geht es per Fähre nach Rødby in Dänemark. Früher wurden nicht nur die Fernverkehrszüge, sondern auch Güterzüge übergesetzt. Die ausgedehnten Gleisanlagen für den Güterverkehr, links im Bild, liegen inzwischen brach und werden von der Natur zurückerobert. Ein Zug aus Hamburg kommt in Puttgarden an. Auf dem Nebengleis steht der Regionalexpress nach Lübeck. Voraussichtlich bis Dezember 2019 werden hier noch Eurocity-Züge mit der Fähre übersetzen. Danach wird diese Verbindung eingestellt, weil auf dänischer Seite die Vorarbeiten für die geplante feste Fehmarn-Weltquerung beginnen sollen. Nach kurzem Aufenthalt fahren die Züge weiter aufs Fährschiff. Feste Fehmarn-Weltquerung Nein Danke, ein Aktionsbündnis verschiedener Gruppen, die wirtschaftliche Nachteile durch den geplanten Tunnelbau erwarten.
Hier stehen wir auf der dänischen Seite, auf dem Bahnhof von Rødby mit den Zugangsbrücken zu den Fährschiffen. Der Hafen ist Sicherheitsbereich, wie viele große Häfen weltweit. Das Tor wird erst für die Durchfahrt eines Zuges geöffnet. Sehen wir nun zu, wie der Eurocity nach Hamburg in die Fähre einfährt. Die Fährgesellschaft Scandlines wirbt mit ihren Hybridfähren, die besonders sauberes Abgas ausstoßen. Das meiste, was hier zu sehen ist, ist Wasserdampf. Wir sind in Puttgarden angekommen. Von der Gangway für Fußgänger aus sehen wir, wie der Zug aus dem Schiff ausfährt. Dieser Zug fährt weiter nach Lübeck und Hamburg. Und der nächste Zug nach Dänemark kommt an.
In Puttgarden übernimmt dänisches Personal den Zug. Wir steigen ein und fahren mit auf die Fähre. Die Bahnsteigtreppe hat schon bessere Zeiten gesehen. Die Trittstufen sind exakt bei den Zugtüren platziert. Ein Zug aus 2 MF-Einheiten passt genau auf die Fähre. Wir fahren aus der Fähre aus in den Bahnhof von Rødby.
Auch die Fähre legt gleich wieder ab. Auch in Röttby liegen noch die ganzen Gleise, die früher für den Güterverkehr genutzt wurden. Hier wurde der Güterbahnhof eingezäunt und zum Biotop erklärt. Selten gewordene Insekten sollen hier wieder ihren Platz finden. Ein paar Ziegen halten den Pflanzenwuchs kurz. Am Bahnhofsvorplatz kann man zum Linienbus umsteigen. Und hier kommt ein Zug aus Kopenhagen nach Hamburg. Ganz schön langer Zug, 3 Einheiten MF. Die letzte Einheit bleibt hier, nur die vorderen 2 Einheiten, also 6 Wagen, fahren auf das Schiff. Nach der Überfahrt verlässt der Zug hier in Puttgarden das Schiff. Auch hier Sicherheitszäune und ein Tor am Gleis. Wir fahren nun aus Puttgarden ab, weiter in Richtung Hamburg.
Ein paar Kilometer weiter passieren wir das Gleisdreieck, mit dem der Bahnhof Burg auf Fehmarn angebunden ist. Hier kommt schon das zweite Gleis, auf dem die Züge Burg in Richtung Oldenburg und Lübeck verlassen. Über eine lange Rampe fahren wir hinauf zur Fehmarnsundbrücke. Hier haben wir das Festland von Schleswig-Holstein erreicht. Zwischen Lübeck und Puttgarden ist die Vogelfluchlinie größtenteils eingleisig. Kurz vor Heiligenhafen liegt ein längerer zweigleisiger Streckenabschnitt. Hier treffen wir den Gegenzug nach Kopenhagen. Oldenburg in Holstein ist einer der kleinsten Bahnhöfe in Deutschland mit regelmäßigem Fernverkehrsanschluss. Noch. Denn wenn der Eurocity-Verkehr endet, werden hier nur noch Regionalexpresszüge halten und die Intercities nach Burg auf Fehmarn. Die fahren aber größtenteils nicht ganzjährig. Schwierige Zeiten also für Leute, die von hier nach Lübeck oder Hamburg fahren möchten. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.